So, meine Freunde, ich grüße euch. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal zur Feier des 15. Dezember ein kleines Tutorial, wie man sich denn so ein schönes Soundboard zulegt, wie ich das in den letzten Videos von Spandau Inferno benutze oder in dem Rocket League Video mit Max oder auf meinem Twitch-Stream. Da ich wirklich unglaublich viele Fragen von Menschen bekommen habe, die auf Teufel komm raus nicht herausfinden, wie man denn ein Soundboard benutzt oder sogar wissen wollen, was mich das Ganze gekostet hat. Dachte ich mir, mache ich jetzt mal so ein kleines Tutorial-Video und ihr seht hier oben links schon, so sieht das ganze Ding aus. Ihr habt dann hier eure Buttons, die ihr beliebig mit Sounds bespielen könnt. Da kann man wirklich kreativ sich entfalten, ihr glaubt das gar nicht. Ja, und ihr könnt das dann auf Keybinds binden, so wie ich jetzt zum Beispiel auf D1 den guten alten All-In-Sound habe. Welchen Träumchen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, geht auf den Browser eures Vertrauens. Bei mir ist das jetzt gerade Firefox. Gebt dann hier in dieser Leiste Soundboard ein. So, und dann habt ihr hier schon mal ganz viele Links, die erstmal nichtssagend sind. Deswegen das Tutorial, ihr drückt auf den ersten Link, der ist bei mir hier schon pink, lila hinterlegt. Ihr seht, ich war da schon mal drauf. Geht drauf. So, und hier kommt jetzt eine Seite, wo einem erklärt wird, wie das geht. Es ist wirklich unglaublich. Mit einem Klick auf Google wird euch das ganze Ding erklärt. Und also, ich bin komplett sprachlos. Ja, ladet euch das Ding dann runter und fertig ist es. Also ich würde sagen, das war ein weiteres Tutorial von eurem Kutschcrafter LP. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und ja, haltet ihn hart und scheißt nicht ins Bett, ne? Tschüss.